Ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon X, dem Let's Play von eurem Duran für euch. Wir sind heute angekommen beim Arenaleiter Amaru und wollen ihn mal herausfordern. Mal gucken, was er drauf hat. Nicht viel, so viel steht fest. Na, mal gucken. Ey, pass auf mit der Schere auf. Oh, wieder wir hier. Ich bin Amaru, der hiesige Arenaleiter. Na, mir hat dir mein Parcours gefallen und ich habe jeden Grashalm, aus dem diese Anlage besteht, eigenhändig ausgesucht. Du kannst dich als kleinen Vorgeschmack auf meine Stärke verstehen. Und jetzt bekommst du die volle Packung. Das ist übrigens auch der erste Arenaleiter, von dem man keine Story oder sowas hat. Ich meine, obwohl, nee, wie wäre auch nicht. Egal. Arenaleiter Amaru. Papunga. Papunga! Ja, ist klar. Och, wie süß ein Papunga. Könnte ja fast niedlich sein, ne? Könnte. Wenn wir nicht da wären. Heavening! Aeroas. Shantai. Och, weg. Papunga! Das hätte er nicht überlebt. Ich hätte jetzt gedacht, er würde das vielleicht. Chevrum. Ach, hier komm, jetzt kommt schon sein bestes Pokémon. Die entwickelte Form von Mehikel. Eine ziemliche Nervensäge. Ich meine, kann der auch jetzt da schon Erdbeben? Der kann auf jeden Fall eine Erdattacke. Bin nicht sicher, ob es Erdbeben war, aber auf jeden Fall eine ziemlich nervige. Ja, ich hätte, der heilt jetzt. Oh, Doppelteam. Einfach mal zum Safen hier. Level Team. Jetzt versuch mal durchzukommen, Kleiner. Mit deinem Chef rum. Nein, er trifft auch noch. Oh, Heaven! Nice, er steht noch. Oh, ja, Heiler in Chef rum noch höher. Ich hatte aber keine Chance. Wenn mein Heavening losgeht, dann geht der Tier für dich abwärts. Chevrum ist dann auch weg. Ich glaube, jetzt kommt noch Ultrigaria. Genau, da bleiben wir mal drin. Guck mal, ob Heavening das auch noch hinkriegt mit dem One-Shot. Aeroas. Perfekt. Das war die Pokémon Arena. Ja, das war der Pokémon Arena der Amaru. Geschreddert. Ryo 39. Schädelwumme auf gar keinen Fall. Frogger 35. Sehr schön. Hornet 38. Balgoras könnte auch mal wieder ein Level erreichen. Die Freundschaft für dein Pokémon bedarf viel Liebe und Geduld. Ja, ist ja gut. Was für ein fulminanter Kampf. Dein Team vertraut dir und du vertraust deinem Team. Als Zeichen des Sieges verleihe ich dir den Blattorden. Und so schnell haben wir den vierten Orden bekommen. Yeah. Mit dem Blattorden kannst du auch außerhalb der Kämpfe die VM-Attacke Fliegen einsetzen. Außerdem gehorchen dir ab jetzt alle Punkte 67. Oh, und das habe ich auch noch für dich. Strauchler. Stimmt, Strauchler kann das Ding auch. Die Thematocke Strauchel ermöglicht es, den Gegner mit Hilfe von Gras in Straucheln und somit zu Fall zu bringen. Je schwerer das Ziel ist, desto größer ist der angerichtete Schaden. Manche Pflanzenprobleme gelingt es, dem Wachstum selbst Asphaltdecken zu durchbrechen. Das ist die Art von Stärke, nach der ich strebe. Und wie durch Zauberhand geht die Tür auf. Ja, Leute, das war's schon hier in der Arena. Mehr gibt's hier nicht zu tun. Wir rutschen jetzt einfach mal ganz geschwind hier runter. Und kommen hier nie wieder hin. Tschüss. Das war's. Das war's. Wir haben diese Arena auch geschafft. Im Sturm genommen. Mit einem Pokémon, was jetzt Angriffswert hat von über 100, was schon richtig tight ist, ey. Ach, was schön. Die hätte ich auch noch in den letzten Part mit reinschneiden können, ne? Schade, dass ich das nicht gemacht habe. Ich bin auch ein Unmensch. Gut. Wo kommen wir denn jetzt hin? Oh, die Häuser haben wir noch gar nicht beguckt. Da gehen wir gleich mal rein. Erstmal müssen wir den alten Mann hier austragen. Nein,
Ich will mit euch quatschen. Habt ihr noch ein Item für mich? Ihr nicht. Ja, das finde ich nicht gut. Hier noch jemand, der ein Item für mich hat. Ein Dreierkampf, angeblich. Ach so, ein Dreierkampf. Bescheid weiß Bescheid. Nein, ich will kein Lied hören von dir. Was? Du hast mein Hornweisel nachgemacht. Pockewedel, dankeschön. Die hat aber den Ruf toll nachgemacht. Da ist mein Hornweisel gleich richtig aggressiv geworden, oder? Dann hätte ihn fast kaputt gehauen. Sie fast kaputt gehauen. Hättest aufpassen müssen, du. Och Gott, na Holo, ich weiß jetzt schon wieder los. Oh, Cornelis. Ich habe von Professor Plattern gehört, dass du die Mega-Entwicklung gemeistert hast. Meine Glückwünsche zu dieser tollen Leistung. Damit hast du den Grundstein für eine ganz kleine, für eine noch glanzvollere Karriere gelegt. Oh, guck mal, ein Schmetterling. Entschuldigung. Der Schmutz von gestern lässt sich nicht mit dem Schmutz von morgen überdecken. Wenn du nach einer neuen, reinen Welt der Schönheit strebst, gibt es nur einen Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Nimm diese Worte als Denkanstoß mit auf deinen Weg. Okay. Sehr philosophisch. Creepy. Interessant. Was wollt ihr alle hier? Okay, Lumina City, kommst du nicht hin, ist klar, alles versperrt. Oh, dankeschön, Giftschleim. Der Giftschleim gibst du am besten einem Gift-Pokémon zum Tragen. Ob du jubelst, du mit Hilfe von Trickbetrug im anderen Pokémon unter. Giftschleim ist, glaube ich, es ist einfach gut für. Dass man Gift-Pokémon genau KP zurückgibt. Was trägt eigentlich Glibunkel zurzeit? Was habe ich dem gegeben? Den Schwarzgurt. Achso, er trägt Kampfattacken. Ja, den darf er noch behalten. Da bist du ja endlich. Ach, ihr beiden schon wieder. Tut mir leid, wir wollten dich nicht in Verlegenheit bringen. Wir haben gar nicht wirklich auf dich geachtet. Gewartet. Achso, wir waren im Auftrag von Professor Platin unterwegs zum Kraftwerk. Aber das Tor zwischen Illumina City und Route 13 ist aufgrund eines unerklärlichen Stromausfalls geschlossen. Wir müssen diese Stadt auf, müssen diese Sache auf den Grund gehen. Also gut. Du hast bereits den Zentral- und den Küstenbereich der Chaos-Region gereist. Was fehlt also noch auf der Liste? Ganz genau, der Gebirgsbereich. Warte, ich erwarte deinen Pokédex gleich mal in den fehlenden Bereich. Yay! Der Chaos-Gebirgs-Pokédex sollte nun auch in deinem Pokédex-Menü erscheinen. Berühre die Zugabe der Schaltfläche, bla bla bla. Schloss im Blick, aber egal, wo Voyage. Ah, Moment. Noch ein paar Aufnahmen kriegt man auch hier. Illumina Steppe. Das ist auch cool. Hier jetzt in der Steppe treffen wir auf Bodenpokes. Jetzt muss ich mal eben überlegen. Heavening ist hier äußerst schlecht. Es wäre Ryu das Beste, den einzusetzen. Mit Wasserattacken kommen wir nämlich den fiesen Pokémon hier gut entgegen. So wie dem da, die einfach hier rumbuddeln. Ist klar, ein Kaumala hat gleich als erstes. Ja, Kaumalat, eins der genialsten Viecher, oder was? Alter, die Entwicklung ist einfach so mega krass. Aber ein Kaumalat möchte ich jetzt nicht haben, dankeschön. Der Knackrack ist einfach eins der besten Pokémon, die ich hier trainieren durfte. Rüber mit dir. Mein Item. Glattbrocken. Nehmen wir mit. Was macht der Glattbrocken? Ich weiß es selber gerade gar nicht. Tragen verlängert die Dauer von Sandsturm. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Verlängert die Dauer des Sandsturms. Das gibt's doch nicht. Ich habe eigentlich Turtok aus einem ganz bestimmten Grund vorne. Deswegen. Weil diese scheiß Dicktrees ausweglos haben. Teilweise. Wir können mal gucken. Ruhig durch. Ausweglos. Das heißt, wir müssen fighten. Ja, ja. Tiefschlag. Bla, bla, bla. Mein Pokémon auch, mein Frogger. So, weg. Ein Scheiß, ne? Die nerven einfach. Oh Gott. Wir können aber eigentlich auch Heavening nach vorne packen. Obwohl Heavening, nein, der kann Bedroher, das zieht alles nur wieder in die Länge.
Tür lässt sich nicht öffnen. Nein. Lol, ich bin nach unten gefahren, der tut es nicht. Ich wurde verarscht. Frechheit. Du Surfer. So, tschüssi. Die sind auch gar nicht nervig, ne? Die ganzen Viecher, die hier rumrennen, Dicktrees und sowas. Nö, auch was. Alter. Deren Hitbox ist auch so beschränkt. Oh, Kaumalat. Was sagt Kaumalat? Er tut mir wohl leid, ne? Aber ne. Weg jetzt hier. Armes, armes Kaumalat. Vielleicht gibt es eine Elektrizität des Kraftwerks. Oh, oben rechts ist Bullwatz wieder. Und die Gegner, diese Pokémon, die springen ja gefährlich an. Ja. Das habe ich auch schon bemerkt. Gibt es hier irgendwas, weswegen man hier hinführen sollte? Zertrümmer habe ich eh nicht. Ugh. Ich weiß gar nicht, diese Zufallskämpfe, wie die aus dem Boden springen. Ist das auch für die Shiny-Jagd hier ganz sinnvoll? Ich weiß es gar nicht. Ich habe Shiny-Jagd so noch nicht aktiv wirklich betrieben. Also hin und wieder machst du es wohl mal, aber du hast diese, in Anführungsstrichen, Shiny-Jäger, würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. So, was willst du hier? Wie war diese Typen von Team Flair, die in roten Anzügen werden? Läuft er wieder schon so durch die Gegend? Ja, wo ist der denn? Ach, guck! Hallo, Typi! Ich bin Mitglied von Team Flair und werde jetzt schön gepflegt einen Sieg gegen dich erringen. Ey, ich wollte nur nach dem Weg fragen. Oh, Hundemann, Alter. Gehst du aber zur Sache. Das ist auch so eine Sache, warum Team Flair schon um einiges besser ist als die meisten anderen Teams, weil die meisten anderen Teams zu diesem Zeitpunkt auch gerne einen Hundus dann noch 31 hätten, was total gegen jede Logik stoßen würde. So, dann sollst du aber auch in den Geschmack einer Mega-Entwicklung kommen. So, Freundchen, noch was? Hast du noch was zu sagen, bevor du in die ewigen Jagdgründe eingehst? Nein? Gut. Oh, verdammt. Balgoras 36, sehr schön. Ich weiß gar nicht, entwickelt er sich auf 40? Könnte er irgendwo hinkommen. Golbert, ich glaube, ich habe noch Antikraft als Gesteinsattacke. Balgo. Na toll. Uncool. Ja, Balgo! Okay, das hat doch nicht so viel abgezogen, wie ich mir das erhofft hatte. Balgo! Dann machen wir jetzt auch nochmal einen Knirscher raus und dann passt das. Ach, Golbert, muss das denn sein? Hättest du wenigstens mal den Anstand haben können und nochmal der Sternschauer machen können. Jetzt hau ich mich gleich nur wieder selbst. Diese Musik tut doch weh, Mensch. Dankeschön. Und tschüss, weg mit dir. Golbert ist down. Oh nein! Oh. Schon wieder verloren, du hast vielleicht den Boden mit mir aufgewischt. Ist das nicht der, den wir schon so oft gesehen haben? Ich glaube, zweimal sind wir dem schon begegnet, oder? Jetzt mach ich aus dem Staub. Hä? Wo ist mein Kraftwerkpass? Das darf doch nicht wahr sein. Habe ich meinen Kraftwerkpass verloren? Ein bisschen gepflegte Detektivarbeit und ich habe den Pass sicher schnell wieder. Ist mir runtergefallen sein, als ich an dem großen Felsen herumhantiert habe.
der sich von meinem jetzigen Standpunkt aus 9 Schritte Richtung Osten befindet. Hätte ich doch nur ein Itemradar, dann könnte ich gepflegt danach suchen. Aha, also hier. Da brauche ich auch kein Itemradar, da finde ich auch so. Kraftwerk passt, dankeschön. Ich gehe dann mal, Jüngchen. Ab ins Kraftwerk. Bisschen. Die Tür ist geöffnet. Und jetzt kommt eine Stelle, die mir richtig gut gefallen hat. Und die Mucke ist auch richtig nice. Das Kalos-Kraftwerk. Das ist schon richtig cool hier. Also da haben sie sich echt was Tolles einfallen lassen. Evelyn kommt mal wieder nach vorne. Wer bist du? Hä? Wer in aller Welt? Wer verflixt mal bist du? Sag's mir. Sagst du mir endlich deinen Namen? Unbefugt haben wir nichts zu suchen. Team Flair-Rüpel. Oh Gott, so okay. Kein Problem, wir haben ein Flug-Pokémon am Anfang, das sollte reichen. Jetzt hat kein Geier als Heavening und Kampf und irgendwas und Schiss zu Rüpel. Ach Gott sei Dank. Die nervt auch nur gering. Ne? Die Bunke, da werden wir auf jeden Fall drin. Vorahnung, ja, super. Die ist ein bisschen unglücklich für dich, ne? Und tschüss. Wer bist du? In der Schrecken die Nacht durchflattert. Nee, das war Darkwing Duck. Wer bist du? Ja, zapf mir den Strom von Illumina City ab. Störenfriede können uns gestohlen bleiben. Warum erzählst du mir das alles? Erzähl dir mal unseren Plan. Ich hab ja sonst nichts zu tun. Du willst uns also helfen? Wie denn? Das bist du ein Kind. Ja, ja, wirst schon sehen. Stehen Strom, ja, ja. Komm zu fassen. Nein, zu fett. Ja, ja, wer willst du? Wir haben nämlich Tafelwasser. Normal kostet eine. Normalerweise kostet die Flasche 200, doch ich verkaufe sie für 300. Nein! Arschloch. Ich bin ein Wichser, ey. Ich will mich verstecken und nun stecke ich fest. Vermaledeite Team Flair. Ja, du mich auch. Blitztafel, weil ihr so die Superstarken seid. Na gut. Also hier gibt es auf jeden Fall schon mal nichts für uns zu machen. Na, wer bist du denn? Für wen hältst du dich eigentlich, hier ist hier nur mit deinem Pokémon hintereinander zu spazieren? Nimmst du den Pferd nicht ernst? Alter, lass mir bitte meine Augen. Krack sie mir nicht aus. Die Bunkel! Ich mag die Bunkel. Ich finde das Ding cool. Und Vorahnung? Herr Schauder, jo, würde ich auch tun. Boah, ich erschaudere auch gerade. Boah, das Fenster ja noch auf. Ihr seid der ersten Aufnahme. Seit Montag seid ihr das hier hören. Fenster auf und boah. Jetzt war ich auch gerade am Erschauen, weil so ein kleiner Luftzug hier reinkam. Golbat. Was machen wir bei Golbat? Ich würde sagen, wir probieren nicht mehr lange rum. Wir machen bei Golbat jetzt kurz den Prozess. Kurama! Oh Gott, 33. Also die Level, ihr seht das schon, ist eigentlich total gut gemacht. Die sind nicht wirklich weit weg von uns. Sonst, wenn wir uns mal die erste oder zweite Gen bedenken würden, wenn wir jetzt auf dem Level 40 wären, wären die Gegner vielleicht so 28. Rüber recht Level 40. Sehr schön. Oh nein. Also ihr Spiel ist da schon etwas ausgewogener. Oh nein, ich habe wieder ein Kind verloren. Das war's da wohl mal dann Flair. Na gut, Freunde, aber hier gehen wir erst Montag rein. Macht euch schon mal auf geballte Team Flair Action gefasst. Da müssen wir noch einiges erledigen. Also, macht's gut. Bis dann. Euer Duran sagt Tschüss und Ciao und wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann.